Wetter 2022, der Dennis spielt das. Wir stehen hier mit unserem ICE 4 in dem Gewand der Bundesrepublik Deutschland und ich würde sagen, ich starte einfach mal. Das Ganze kommt von Train FE und nennt sich Frisch getauft. Freitag, 11. Juni 2021. Moin Kollege, du bringst heute ICE 72 in Richtung Hamburg-Altona von Basel-Bad Bahnhof nach Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof. Eigentlich nichts Besonderes, wäre da nicht dein Zug. Bei deinem Zug handelt es sich nämlich um den nagelneuen, frisch getauften ICE 4 TZ 9057. Er zeichnet sich als einziger unter seinen Artgenossen durch seine Streifen in Deutschlandfarben an den Seiten der Endwagen wieder. Passend zum Taufnamen Bundesrepublik Deutschland. Gebe erst mal die Türen frei und rüste den Zug soweit für die Fahrt fertig auf. Los geht's hier um 13:14 Uhr. PS, erst nach Anruf des Zugchefs abfahren. Gute Fahrt. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Und ich würde sagen, wir starten. Ich öffne die Türen, Geöffnet. verlege den Fahrtrichtungswender nach vorne. Führerraum besetzt. Mache den Spitzenlichter an und so. Dann bringen wir die AFB an. So. AFB. Machen wir ein wenig Klimaanlage an auf Automatik. So. Dann wäre es das eigentlich. Ach ja, die AFB einstellen wäre vielleicht eine Idee. Haben wir als Vorgabe. So, dann können wir uns hier ein wenig umsehen. Das ist also unser Zug. Der brandneue ICE 4 im Gewand der Bundesrepublik Deutschland. Und ich finde, das ist ein Foto wert. Wunderschön. So, allzu viel Zeit haben wir nicht mehr. Da steht unser Zug auf der Anzeigetafel. Freiburg-Breisgau Hauptbahnhof, Mannheimer Hauptbahnhof, Hamburg-Altona, ICE 72. Dort steht noch ein schöner, hübscher Dostopark auf dem Weg nach Freiburg über Weil am Rhein und Müllheim. Abfahrt um 13:18 Uhr, also kurz nach uns. So, wir haben jetzt in wenigen Sekunden Ausfahrt. Das heißt, wir werden uns hier nicht positionieren und auf den Anruf des Zugchefs warten. Denn erst dann dürfen wir abfahren. So, die Türen sind geschlossen. Der Anruf dürfte jetzt gleich erfolgen. Noch haben wir auch rot. So, das ist der Anruf. Einmal friegeln und abfahren, bitte. Das ist verstanden. Einmal verriegeln und abfahren. Bis später. So, aber wir haben noch Rot. Ne, jetzt haben wir erteilt. Das heißt, wir werden uns von Hof machen. Eigentlich. Ich weiß warum. Die Feststellung. Ja, Federspeicherbremse. was ja. Federspeicherbremse. So, jetzt aber. Kurzer technischer Defekt, beziehungsweise kurze technische Panne, aber nichts der Rede wert. Jetzt aber. Abfahrt. Erste Station, beziehungsweise einzige Station, Freiburg Hauptbahnhof.
Wunderschön, dieses Deutschlandgewand. Wunderschön. So, wir hüpfen rein in den Führerstand und genießen die Fahrt. Da kommt noch ein hübscher Güterzug mit einer Taurus vorneweg. Ne, Taurus war es gar nicht. Da habe ich mich, glaube ich, jetzt komplett vertan. So, Genehmigung. Wunderschön. So, wir dürfen 120. Das Zugpersonal heißt Sie in Basel. Zugestiegenen Fahrgäste herzlich willkommen im ICE 72 auf seiner Fahrt nach Hamburg-Altona. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist dann Freiburg-Breisgau. Ladies and Gentlemen, we welcome all passengers who join our train in Basel and wish you a pleasant journey. Our next stop will be Freiburg Main Station. So, 120 sind dann auch erreicht. Während wir uns hier durch das Freiburger Umland bewegen, werden wir natürlich noch ein wenig eingebremst. Ist ja logisch. So, 110. Wunderschön. Wunderschön. Schaut euch das an. Es ist so ein Bild für die Götter. Traumhaft. So, dann jetzt gleich 160, beziehungsweise jetzt. Das heißt, wir werden ein wenig die AFB aufschrauben. So. Das war jetzt unfair. So, volle Kanone, 250. Das heißt, wir werden ja alles geben.
Und der 200 geht doch, 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 doch. Zack. Ich glaube, das ist dann auch das Maximale, was auszuholen ist. Ich meine auch, die dürften nur 250. Ist das nicht so gewesen? Genau, VMAX 250, ja. Da steht's. Wollte ich doch sagen. Wunderschön, wunderschön. Erste Klasse, wie sich's gehört, selbstverständlich. Selbstverständlich. So und hinein in den Tunnel. Mit über 200 Sachen. Wams. Traumhaft. So, gleich 2,40. So, 2,50, wunderschön. Also wir fahren hier mit 2,50 durch den Tunnel und der kommt einem trotzdem endlos vor. Jetzt stellt euch mal vor, man würde hier mit einem RE durchfahren oder mit einer Regionalbahn. Sagen wir mal Spitzengeschwindigkeit so 100, 120 km/h. Guten Morgen. Aber der Ausgang kommt. Ich sehe Licht. Wunderschön. So, und dann ist jetzt natürlich auch gleich vorbei mit der Raserei. Ach du verdammter Dreck. Zwangsbremsung. Das ist doch jetzt unfair. Voll drüber. Erstmal anhalten, Lage checken, was hier überhaupt Sache ist. Nicht, dass ich irgendwo reinrausche. Volle Möhre übers rote Signal. Das kam auch so plötzlich. So, bleiben wir erstmal stehen, schauen uns erstmal die Lage an, würde ich sagen. So, wo sind wir denn überhaupt? Da ist irgendwas vor uns im Weg. Erstmal gucken. Da kommt ein Zug, aber nicht auf unserem Fahrweg, oder? Ich hoffe es. Aber eigentlich. Ich hoffe, dass der nicht auf unserem Fahrweg fährt. Ich glaube, wir machen mal ganz schnell was anderes.
Führerraum besetzt. Federspeicherbremse. Ich drehe ab. Federspeicherbremse. Bleib bloß auf deiner Spur. Okay, der tut uns nichts. So, dann fahren wir mal langsam weiter, würde ich sagen. Federspeicherbremse. Führerraum besetzt. So, ganz ruhig. Schauen wir nochmal. Wir sind hier. Wenn noch irgendwas Unangenehmes auf uns zukommt. Sieht aber nicht so aus. Sieht nicht so aus. Dann können wir erstmal ruhig weiterfahren. Wunderschön. Puh, das ging gerade nochmal gut. Und ihr habt gesehen, ich habe voll gebremst, volle Möhre. Es hat trotzdem nicht gereicht. Wahnsinn. Wahnsinn. So, sagen wir, holen wir erstmal die AFB wieder zurück hier. Auf 160. So. Das ging gerade noch mal gut. So, noch 31 Kilometer bis Freiburg. Ich hoffe diesmal ohne rote Signale. So, alle Signale schön im Auge behalten. Erteilt. Gott sei Dank. Erteilt. Das heißt, das nächste Rote dürfen wir auch überfahren. Dieses. Ihr habt die drei weißen Punkte unter dem Rotlicht gesehen, das bedeutet, wir dürfen überfahren. So. Also das ist ja, wie gesagt, das ist ein Simulator, Gott sei Dank.
wo man sich das mehr oder weniger noch erlauben kann, auch mal ein rotes Signal zu überfahren. Es sei denn, es kommt einem ein Zug entgegen. Das ist natürlich dann das Ende des Szenarios. Aber im echten Leben wäre das jetzt ziemlich böse ausgegangen. Also da gäbe es ziemlichen Krach mit dem Fahrdienstleiter und also um Himmels Willen, da wäre der Aufruhr ziemlich groß gewesen. Aber im Moment scheint wieder etwas Ruhe eingekehrt zu sein in dem ganzen Signalwahnsinn. Da kommt was Gelbes. Das heißt, wir werden bremsbereit sein. Weil das nächste ist nämlich verweigert. Zwangsbremsung. Führerloser Dostopark. So, jetzt dürfen wir wieder. Ich glaube, das Thema Signale, rote Signale ist noch nicht durch. So, 120. Das nächste ist verweigert. Immer noch verweigert. Immer noch verweigert. Zwangsbremsung. So, na wie erstmal, jetzt dürfen wir. Jetzt dürfen wir wieder fahren. Na, super.
Ich glaube, das wären noch lange, lange 17 Kilometer. Teilt. Zeit. So, wollen wir mal ein bisschen aufschalten hier. Das ist gerade nicht einfach.
10. Sind ja jetzt auch nur noch 9, noch was Kilometer. So, erteilt. Ah, hier, hier. Ah, 150, okay. So, da kommt wieder was Orangenes. Tut sich aber nichts. Screen, okay. Wunderschön. So, ich glaube, wir haben soweit jetzt grüne Welle, hoffe ich. Sehr geehrte Fahrgäste, wir rechnen kürzer unseren nächsten Unterwegshalt, Freiburg Hauptbahnhof. In Freiburg besteht Anschluss an den Intercity Express nach Köln Hauptbahnhof über Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Flughafen, Fährbahnhof um 13:56 von Gleis 1. An die Regionalbahn nach Offenburg um 14:02 von Gleis 2. An die S1 nach Breisach zusammen mit der S11 nach Endingen am Kaiserstuhl um 14:02 von Gleis 6. An die S2 nach Waldkirch sowie an die S1 nach Seebruck zusammen mit der S11 nach Neustadt im Schwarzwald um 14:10 von Gleis 7. Im Namen der Deutschen Bahn verabschieden wir uns von allen in Freiburg. Außer der Umstellungsfrage wünsche ich noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, in a few minutes we arrive at Freiburg Main Station. In name of the train crew, we say goodbye to all passengers who leave our train in Freiburg Main Station and wish you a nice day on this onward journey. Take care and goodbye. Der Ausstieg in Freiburg in Fahrtrichtung rechts. The exit in Freiburg Main Station is on the right side. So, dann schon mal ein bisschen bremsen hier, damit wir nicht so, zu schnell in den Bahnhof fahren. So. Damit hätten wir dann diese Aufgabe auch gelöst, mit ein wenig Action, aber das ist gar nicht mehr so schlecht.
stehen überall lose, führerlose Dostos rum. Naja, so ist das halt. Wenn man nicht alle DLCs oder Add-ons hat, dann kann das schon mal vorkommen, aber ich hoffe, das ist auch nicht ganz so tragisch. So, wir öffnen die Türen. Und begeben uns nach draußen. Das war's. Und mit diesem wunderschönen Bild hier. Soweit, so oft, wohin Sie wollen mit dem Quer durchs Land, durchs Landticket. Ja. So, ich hoffe, dieses kleine hübsche Szenario mit ein wenig Action hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Wir hören uns dann, ihr hört mich dann allerspätestens in der nächsten Woche wieder. Spätestens nächste Woche am Wochenende. Wann genau, weiß ich noch nicht. Aber ihr könnt auf mich zählen, das wisst ihr. Ich habe euch jetzt zu Ostern 2 Videos geliefert. Ich denke, das sollte genügen. Ich wünsche euch noch einen schönen Kar-Samstag. Morgen wunderschöne Ostern und insgesamt noch schöne Feiertage. Und habt Spaß, seid lieb zueinander, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, euer der Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bis dann. Bye bye. Und ich sag mal, dieses Gewand, dieses Repaint ist wirklich so sehr gelungen. Gefällt mir sehr. Muss man wirklich sagen. Und ich denke, ich mache jetzt noch ein Foto mit diesem wunderschönen Bild hier. So. Wunderbar. So, das war's jetzt aber endgültig von mir. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss.